Hofers Geschichtenkiste. Hallo Kinder, heute möchte ich euch das Gleichnis von den Zahnrädern erzählen. Wisst ihr, was ein Zahnrad ist? Ja? Das ist ein Rad mit Zähnen. Aber nicht so etwas, nein, so schauen Zahnräder nicht aus. Es gibt kleine und große Zahnräder, Räder mit 20 Zähnen und andere mit 100 Zähnen. Das Zahnrad mit weniger Zähnen dreht sich schneller und das Zahnrad mit mehr Zähnen. Es gibt Zahnräder mit geraden oder auch geschwungenen Zähnen. Sie alle haben die Fähigkeit, Kraft zu übertragen. Der eine mehr, der andere weniger, aber alle dienen einem Großen und Ganzen. Wo findest du überall Zahnräder? Ja, beim Fahrrad oder Motorrad. Da wird die Kette angetrieben, in einer Turmuhr oder in einem alten Wecker, beim Auto, aber da sind sie sehr versteckt im Getriebe, bei einer Seilwinde, bei einem Kettenfahrzeug. Ja, es gibt sogar eine eigene Zahnradbahn, die deshalb sehr steil auf den Berg klettern kann und das Zahnrad verhindert, dass der Zug nicht zurückrutscht. Du findest also Zahnräder überall, wo man Kraft übertragen will. Jedes Zahnrad hat eine andere Aufgabe. Weil sich das kleine Zahnrad schneller dreht und das große langsamer, kann man damit die Geschwindigkeit ändern. Die Menschen sind so stolz auf ihre Erfindung der Zahnräder, aber eigentlich hat Gott die Zahnräder ja zuerst erfunden. Er hat sie als Sprunggelenk in einer kleinen Zikadenart, nämlich in der Käferzikade, eingebaut. Schaut einmal, wie wunderbar Gott das geschaffen hat. Der Mensch kann nur das nachmachen, was Gott schon lange vorher sich ausgedacht hatte. Was lernen wir von den Zahnrädern? Es gibt so viele verschiedene Zahnräder, so wie es auch verschiedene Menschen gibt. Aber jedes Zahnrad ist wichtig und hat seine eigene Aufgabe. Ob klein oder groß, es wirkt gemeinsam mit den anderen für etwas Größeres, zum Beispiel für eine Uhr. Die zeigt die Zeit an. Wenn eines der Zahnräder nicht mitmacht, nicht da ist oder kaputt ist, dann funktioniert das Ganze nicht. Es wird also jeder gebraucht, auch wenn er sich nicht so fühlt oder wenn er es nicht glaubt. In meinem Gleichnis bist du auch so ein Zahnrad. Ein wichtiger Teil in der Familie, in der Welt, in der Gemeinde. Mit einer besonderen Aufgabe für Gott. Egal wie groß oder klein du bist. Jesus möchte durch dich andere mit seiner Kraft verbinden und mit uns allen etwas Großes vollbringen. Nämlich die Erlösung der Welt. Also denk daran, du bist ein wichtiger Teil für das Große und Ganze. Gott braucht dich. Sei also froh und dankbar und verbinde dich jeden Tag mit ihm. Frag ihn, was soll ich heute für dich tun? Wem kann ich helfen? Wo kann ich jemanden von dir erzählen? Was willst du, dass ich tun soll? Dein Wille soll geschehen. Dann kann Gott mit uns und durch uns etwas Großes schaffen. Das war Hofers Geschichte.